waren Sie denn da? Ich musste dringend mal pinkeln. Den Personalausweis bitte. Wolf Markowski, 28. April 1960, in Hamburg, Seligstraße 3. Was haben Sie denn da in einem Rucksack? Machen Sie ihn doch mal auf. Das möchte ich nicht. Na Mensch, wir sind doch hier nicht im Wunschkonzert. Der Gegend hier gibt's ungeklärte Einbruchserie, also. So, schon gut. Was machen Sie denn damit? Wird das vertraulich behandelt? Na los, raus mit der Sprache. Ich bin verheiratet, wissen Sie, und ich habe eine Freundin und wir mögen es eben ganz gerne etwas härter. Die Handschellen nehme ich erstmal mit. Kriege ich die wieder? Das entscheiden die Kollegen. Gute Nacht, Herr Markowski. Gute Nacht. Was ist denn für eine Einbruchserie? Na ja, die Einbruchserie. Ohne Begründung dürfen wir doch überhaupt nichts machen. So eine Einbruchserie wird ja immer gerne genommen. Und warum lassen wir ihn wieder laufen? Es ist schließlich nicht verboten, sich verdächtig zu benehmen. Das Einzige, was ich machen kann, ist, die hier zur Kripo zu schicken. Vielleicht passen die ja zu irgendwas. Vor 4 Jahren hat alles angefangen. Eine nächtliche Überprüfung durch die Schutzpolizisten Harder und Petschukat vom 17. Revier. Die kurze Überprüfung eines Verdächtigen. So wie sie in Hamburg jede Nacht vielfach durchgeführt wird. Dass sie einmal wichtig werden würde, ahnte ich damals nicht. Niemand ahnte das. 5 Monate danach wurde ich zum Revier 14 gerufen. Der Anlass? Nächtliche Vergewaltigung zum Nachteil der Studentin Silke Lachmann. Grausames Beamtendeutsch. Zum Nachteil von, aber... Ich vergaß. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Färber. Martin Färber. Sachbearbeiter im Landeskriminalamt 42. Sexual- und Sittlichkeitsdelikte. Ich bin Martin Färber von der Kripo Hamburg und werde mich jetzt um Sie kümmern. Gut. Was nun begann, war Routine. Nüchtern, anstrengend. Alltag für uns, ein Albtraum für das Opfer. Kollegin Claudia Neithardt, Kriminalhauptmeisterin, Gehaltsstufe A9. Sie war damals für die Opfervernehmung bei uns zuständig. Eine Aufgabe, die aus naheliegenden Gründen hauptsächlich von Frauen übernommen wird. Das ist immer noch alles so unwirklich, als ob ich das gar nicht erlebt hätte, nur zugeschaut. Wie haben Sie denn den Mann bemerkt? Ich bin aufgewacht, weil mir kalt war. Meine Decke war weggerutscht. Ich habe sie hochgezogen und bin wieder eingeschlafen. Dann war sie wieder weg und ich denke, was ist denn das? Dann habe ich die Augen aufgemacht. Da stand dieser Mann. Ich habe noch gedacht, dass er mein Freund. Kommt Ihr Freund oft unangemeldet besuchen? Eigentlich nicht. Aber in dem Moment, da kommst du ja nicht drauf, dass da ein Fremder ist. Ich will natürlich weglaufen. Dann springt er auf mich und hat mich auf den Rücken geschmissen. Dann hat er mir diesen Lappen ins Gesicht gedrückt. Was war das für ein Lappen? Keine Ahnung, roch nach Krankenhaus. Dann weiß ich nichts mehr, war ich weg. Bewusstlos? Ja. Als
ich wieder aufgewacht bin, konnte ich mich nicht bewegen. Meine Hände waren auf dem Rücken gefesselt. Was passierte dann? Mein T-Shirt war aufgeschnitten. Er hat mir es unter das Kinn geschoben. Mein Slip war weg. Ich weiß, Frau Lachmann, diese Fragen sind sehr unangenehm für Sie, aber ich muss sie Ihnen stellen. Okay? Also, was hat er gemacht? Er hat mich überall gestreichelt, abgeleckt. Er hat nach Zigaretten gestunken. Dann hat er gemerkt, dass ich wach war und mir wieder den Lappen aufs Gesicht gedrückt. Als ich wieder zu mir kam, lag er auf mir. Ist denn sie eingedrungen? Ja. Kam es zum Samenerguss? Mein Gott, wie soll ich das wissen? Ich war fast tot vor Angst. Ist ja gut. Wie gesagt, ich muss Ihnen all diese Fragen stellen. Sie wollen doch auch, dass wir ihn finden. Ich versuchte derweil an meinem Schreibtisch ein bisschen Platz zu schaffen. Vielleicht hatte mich ja der Auszug meines Kollegen Bräutigam dazu ermuntert. Der hatte ein gemütliches Pöstchen in der Verwaltung ergattert. Bräutigam war einer jener Kollegen, die Dienst nach Vorschrift machten. Bürokratisch, akkurat und ohne eine Spur von Engagement. Ich war nicht traurig, dass er ging. Für 5 Frauen. Wurde sein Weggang allerdings zur Katastrophe. Hätte er in diesem Moment ein bisschen mehr auf uns geachtet, wäre anderen das Schicksal von Silke erspart geblieben. Hier, das sind die Sachen, die wir am Tatort gefunden haben. Schön. Was soll ich damit? Gondemann hat entschieden, du sollst dich federführend drum kümmern. Was soll ich denn hier noch alles machen? Beschwer dich beim Chef. Du kommst doch gleich. Wohin? Zu meinem Ausstand. Ach klar. Ja, dass du gehst, das muss ja gefeiert werden. Der Vergewaltiger von Silke Lachmann wurde zum Serientäter. In nur 7 Monaten vergewaltigte er 6 Frauen. Der Modus operandi war immer der gleiche. Einstieg in die Wohnung, Betäubung mit Chloroform, Vergewaltigung. Keine Zeugen, keine Spuren, nichts. Uns blieben immer nur die Opfer. Verängstigte, verzweifelte, gebrochene junge Frauen. Ja, okay, ja. Die Färber. Tür. Bitte. Die Jungs vom Polizeirevier 17 haben gerade angerufen. Die haben Bräutigam vor 10 Monaten ein paar Handschellen zur Überprüfung geschickt und wollen jetzt wissen, was daraus geworden ist. Frag ihn doch. Er hat gesagt, ich soll in seinen Ordner mit den abgelegten Vorgängen nachschauen. Bedien dich. Danke. Bitte. Ja, Färber. Nee, das kannst du vergessen. Wo denn? Ich leite euch hier nicht an Untergeschäft. Da. Oben, rechts. Also. Kannst du das nicht woanders machen? Ja, Färber. Sag mal, hast du Radieschen in den Ohren? Ich hab doch gerade gesagt, ich kann nicht. Flappmann. Wie kommen die hierher? Keine Ahnung. Das war eine Anfrage vom 17. Revier. Die hatten damals so einen Spanner aus den Rabatten gezogen und ihm die Handschellen abgenommen. Das wissen wir doch schon. Aber wie kommen die in mein Zimmer? Das wichtigste Beweisstück. Das weiß ich doch nicht. Das war ein paar Tage, bevor du die Abteilung gewechselt hast. Ja, deswegen erinnere ich mich auch so genau. Ich habe damals alle offenen Fälle abgeschlossen. Und? Ich habe die Handschellen mit allen aktuellen Fällen verglichen, aber sie passten nicht. Keinerlei Parallelen auf irgendwas, was damals lief. Und dann?
Und dann habe ich sie wieder dem Typen zurückgeschickt, dem sie die Dinge abgenommen haben. Ja, aber wenn du sie zurückgeschickt hast, dann musst du doch auch wissen, an wen. Weiß ich auch. Hier, steht er doch. Ja, nun können Sie berechtigterweise fragen, wie so etwas in einem zivilisierten und gut organisierten Staat wie dem unseren passieren kann. Es passiert eben. Wir hatten ihn jedenfalls. Endlich. Wolf Makowski. 32 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, das jüngste gerade 6 Monate. Er war Arzt, arbeitete seit 3 Jahren als Anästhesist im AK Barmbek. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. November 14, 14:41 Uhr. Wolf Makowski wurde zu 6 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Für 6 Vergewaltigungen ein eher mildes Urteil. Das Gericht erklärte in seiner Urteilsbegründung, dass sich Makowski reuig zeigte, sehr clever, und dank seiner intellektuellen Fähigkeiten sicher in der Lage sei, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Das Gericht legte außerdem fest, dass er sich während seiner Haftzeit einer Therapie zu unterziehen hatte. Drei Jahre waren mittlerweile vergangen. Ich hatte Makowski und seine Opfer vergessen. 5 hatten Hamburg verlassen, nur Silke Lachmann, sein erstes Opfer, war geblieben. Mit Hilfe einer Therapie hatte sie ihr Leben wieder einigermaßen in den Griff bekommen. Sie war eine starke Person, sehr stark. Aber nicht stark genug, um das zu ertragen, was in dieser Nacht seinen Anfang nahm. Färber? Hör mal, kannst du in 10 Minuten anrufen? Ich habe jetzt nämlich einen Brand. Wir unterbrechen unser Programm für eine kurze Mitteilung. In Berlin wurde heute Nachmittag die Leiche der vermissten Schülerin Sandra Kulczewski gefunden. Die 8-Jährige wurde vor ihrem Tod offensichtlich missbraucht. Ein dringender Tatverdächtiger wurde vor 2 Stunden dem Haftrichter vorgeführt. Er ist eindeutig vorbestraft. Wir berichten weiter. Hallo. Ich habe ihn gesehen. Wen? Makowski. Sind Sie sicher? Das Gesicht werde ich nie vergessen. Wo? In der U-Bahn. Keine 10 Meter von mir entfernt. Hat er Sie auch erkannt? Natürlich hat er mich erkannt. Er hat mich doch verfolgt. Wieso läuft er überhaupt frei rum? Ja, da bin ich im Moment auch überfragt. Ich habe Angst. Das stehe ich nicht noch mal durch. Ja, nur mal langsam. Er ist wieder hinter mir her. Wollen Sie einen Kaffee? Er ist wieder hinter mir her. Vielleicht war das alles nur ein blöder Zufall. Es gibt keinen Zufall. Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. Die Seite eines Kommissars, die man normalerweise nicht im Fernsehen sieht. Damals ahnte ich noch nicht, wie weit Makowski mein Privatleben belasten würde. Wir haben ein Erziehungsproblem. Jetzt haben die Jungs wieder angestellt. Red ruhig weiter, ich höre dir zu. Willst du dir kein Glas nehmen? Offensichtlich nicht. Bier macht dick.
Wollen wir jetzt über meine Figur oder die Probleme unserer Söhne reden? Sie haben Frau Gellert den Stinkefinger gezeigt und sich dabei halb totgelacht. Und dann hat Benno gesagt, die fick ich noch. Das gibt's doch nicht. Hab's ja selbst gehört. Was hast du gemacht? Ich hab den beiden eine Standpauke gehalten. Aber du kennst sie ja. Sie haben mir nicht zugehört. Und dann hat Benno dem Kleinen zugeflüstert, so, jetzt musst du dich schämen. Ich knöpfe mir vor. Das gibt Einzelverhöre. Wen rufst du an? Beruflich. Geht das jetzt schon wieder los? Ist wichtig. Ist sowieso niemand mehr da. Kein Wunder um die Uhrzeit. Was ist eigentlich aus deinem Versprechen geworden, Beruf und Familienleben strikt zu trennen? Markowski ist heute von einem seiner Opfer gesehen worden. Markowski? Der Kerl, der mir die Frauen betäubt hat? Genau der. Aber der sitzt doch noch. Das wollte ich ja eben überprüfen. Es hat ja vielleicht noch bis morgen früh Zeit, hm? Als ich heute dieses Mädchen sah, da kam alles wieder hoch. Wir haben damals wirklich Mist gebaut. Aber das war doch nicht deine Schuld. Na, immerhin saß ich mit Bräutigam im selben Zimmer. Wir haben das doch schon x-mal durchdiskutiert. Das war eben Pech. Bräutigam ist genau zu dem Zeitpunkt aus deinem Büro ausgezogen, als du diese Handschellen bekommen hast. Ein Scheißladen ist das! Wo der eine nicht weiß, was der andere tut. Markowski. Ja, Doktor. Ich warte. Ja. Wer hat denn diesmal Geburtstag? Ochsendorf. Ochsendorf? Mhm. Wie alt wird er denn? Ja, nicht Wolf. Wolf. Dr. Wolf Markowski, genau wie man es spricht. Ja. Schenken wir. Krawatte, Manschettenknöpfe, Aschenbecher. Du, wenn du eine bessere Idee hast, dann kauf du ihm doch das Geschenk, hä? Ja, okay. Moment, Moment. Hasenberge 39. Gut. Hm? Mal untersuchen, du. Dr. Markowski hat sich bei uns fabelhaft entwickelt. Freundlich, fleißig. Zeigte sich kooperativ. Sein Therapeut war mit seinen Fortschritten überaus zufrieden. Und wo ist er jetzt? Seit dem 16. Dezember hat er Dauerurlaub. Was macht er? Soweit ich weiß, lebt er bei seiner Familie und arbeitet regelmäßig. Einmal die Woche muss er sich bei seinem Therapeuten vorstellen. Naja, es war ein kurzer Aufenthalt hinter Gefängnismauern. Dr. Markowski hat nach Paragraf 124 einen Antrag auf Dauerurlaub gestellt, wie es ihm vom Gesetz her zusteht. Sowohl ich als auch die Staatsanwaltschaft haben diesem Antrag stattgegeben. Vor allem auch im Hinblick auf eine bessere Resozialisierung. Markowski ist kurz vor seiner endgültigen Entlassung. Entlassung? Er hat doch 6 Jahre gekriegt. Er hat Bewährung nach 2/3 der Zeit beantragt.
Und die wird ihm mit Sicherheit auch genehmigt werden. Das wäre dann in 5 Monaten. Das ist eine ganz normale Vorgehensweise. Macht die Dinge ja nicht unbedingt besser. Dann war er nur 3 Jahre bei Ihnen. Die Untersuchungshaft wurde ihm selbstverständlich angerechnet, ja? Na, das werden ja selbst Sie begreifen, dass die Opfer sich irgendwie verarscht vorkommen. Wenn sie nach so kurzer Zeit ihrem Vergewaltiger wieder gegenüberstehen. Das kommt ja so nicht unbedingt vor. Ist gerade gestern passiert. Was macht Sie eigentlich so sicher, dass Markowski nicht wieder zuschlägt? Es gibt ein Gutachten von Dr. Schreiter dazu. Kennen Sie das nicht? Das haben wir in Auftrag gegeben. Ich darf mal zitieren. Eine Wiederholung der Taten ist bei Dr. Markowski auszuschließen. Sagt eurem Vater noch gute Nacht. Hm? Nacht, Jungs. Benno? Ja? Hast du dich entschuldigt? Mhm, ich habe hier sogar Blumen mitgebracht. Geklaute? Mensch, Papa, ich habe sie gekauft. Von Mamas Geld? Hat sie mir erlaubt. Na, dann ist ja prima. Schlaf gut. Ja, das könnte was werden. Das könnte. Da sind Sie ja endlich. Das hat ja eine Ewigkeit gedauert. Guten Abend, Frau Lachmann. Wo brennt's denn? Er stand unten im Hof. Fehlanzeige. Hier ist niemand. Dann ist er wohl schon weg. Ich habe telefoniert. Ich schlafe bei einer Freundin. Hier mag ich nicht bleiben. Ist vernünftig. Danke, dass Sie gekommen sind. Hi, komm rein. Danke. Dieser Scheißkerl. Jedes Mal schreckt er mich zu Tode. Also langsam müsstest du dich an ihn gewöhnt haben. Und wir dachten, es wäre vorbei. Das wird nie vorbei sein. Hast du was zu trinken? Ja, Tee, Kaffee, Milch. Saft? Saft. Silke Lachmann ließ nicht locker. Das kann so nicht weitergehen. Ich dreh durch. Herein. Sie holte nachts die Polizei, sie schrieb an meine Vorgesetzten, bombardierte mich mit Anrufen. Sie hatte Angst, große Angst. Verständlich, wie ich meine. Es gab nur nie eine Spur von ihm oder einen Zeugen, der ihre Aussage bestätigen konnte. Ich war hin und her gerissen. War sie hysterisch oder war Markowski wieder hinter ihr her?
Aber selbst wenn, ich konnte nichts machen. Wir können immer erst eingreifen, wenn etwas passiert ist. Frische Luft. Tut gut. Er stand einfach da und hat eine Zigarette geraucht. Also, draußen ist er. Das habe ich mittlerweile rausgekriegt. Er hat Dauerurlaub. Er hat was? Auch Strafgefangene haben Recht auf Urlaub. Und wenn sie kurz vor der Entlassung stehen, sogar Recht auf Dauerurlaub. Er wohnt wieder bei seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und Arbeit hat er auch. Das glaube ich nicht. Diesem Schwein vertraut man Menschen an? Nicht als Arzt. Seine Approbation hat er natürlich zurückgeben müssen. Er ist jetzt irgendwie Pharmavertreter. Das kann doch nicht sein. Ich renne immer noch zum Therapeuten und dieser Scheißkerl führt schon wieder ein ganz normales Spießerleben. Aus juristischer Sicht ist das alles völlig in Ordnung. Aus meiner aber ganz bestimmt nicht. Na, was wollen Sie? Rache? Ach, ich weiß es nicht. Erinnern Sie sich noch an Maren Ostermann? So eine ganz zarte. Die ist durchgedreht. Die kann nicht mehr schlafen. Und wissen Sie warum? Weil sie vor ihrem eigenen Atem zu Tode erschrickt. Davon wacht sie auf, jede Nacht. Sie ist jetzt in der Anstalt. Sperren Sie das Schwein ein! Er hat seine Strafe verbüßt. Damit müssen Sie lernen zu leben. Aber er will mich doch umbringen. Warum sollte er das tun? Warum? Warum vergewaltigt ein gut situierter Arzt junge Mädchen? Weil er durchgeknallt ist, deswegen. Es gibt ein Gutachten, das besagt, dass Markowski geheilt ist. Na und? Was macht er dann in meinem Hof? Entschuldigung, Verspätung, aber hier gibt es ja wirklich keine Parkplätze. Naja, ist eine Katastrophe hier in dieser Gegend. Aber für Sie mit Ihren guten Beziehungen? Leider nicht. Sie interessieren sich für mein Gutachten über Dr. Markowski? Ja. Bitte. Danke. Na dann, schießen Sie mal los. Unter welchen Umständen halten Sie es für möglich, dass Markowski rückfällig wird? Ich halte es für höchst unwahrscheinlich. Sehen Sie, es handelt sich bei Markowski nicht um eine fixierte Perversionsbildung, sondern um ein psychopathologisches Geschehen, das auf einer besonderen inneren und äußeren Lebenskrise beruhte. Die Inhaftierung hat eine Zäsur bewirkt und die Problematik abgebrochen. Seine geheime Perversion ist jetzt öffentlich. Und so wurde ein Prozess der Selbstkonfrontation mit seinen Problemen in Gang gesetzt. Entschuldigen Sie, aber geht's nicht ein bisschen schlichter? Markowski hatte eine Tages- und eine Nachtseite. Tagsüber war er der tüchtige, freundliche Arzt. Nachts dagegen quälten ihn seine Fantasien von Gewalt, von wehrlosen Frauen, denen er die Kleider vom Leib reißt, die er mal zärtlich, mal hart nehmen kann, die ihm ausgeliefert sind. Und diese Fantasien hat er schon seit seiner Jugend, ohne dass jemand etwas davon geahnt hätte. Und diese Fantasien hat er jetzt nicht mehr? Das will ich nicht sagen. Aber er muss sie nicht mehr in die Tat umsetzen. Wieso? Die Situation hat sich für ihn doch grundlegend geändert. Erstens, durch den Prozess, die Haft und die Therapie ist für ihn die Verleugnung des abgespaltenen Triebhaften, also seiner Nachtseite, nicht mehr möglich. Zweitens, Auslöser dieser Taten war eine schwere Krise. Seine Frau war wieder schwanger, sie hatten keinen Sex mehr, in der Klinik kam er nicht voran. Dazu kam ein starkes Überforderungsgefühl durch die wachsende Familie. Zu viele Verpflichtungen. Die Vergewaltigungen waren ein Ventil für seine Ängste. Aber so eine Wiedereingliederung, wie er sie jetzt gerade durchmacht, das ist doch auch ein immenser Druck. Sicher. Aber ein gesunder Mensch kann mit diesem Druck leben. Markowski empfindet immer noch einen Hang zum Voyeurismus. Aber er ist sich dessen bewusst. Er spricht frei darüber. Also er ist ein Spanner. Ja, so hat auch alles angefangen. Schon in der Pubertät. Als 14-Jähriger hat er in Badeanstalten Löcher in die Umkleidekabinen der Mädchen gebohrt. Dabei hat er masturbiert und sich später kräftig dafür geschämt. Und wie kam es dann zu den Vergewaltigungen?
Wenn Sie so wollen, waren seine späteren Taten die übersteigerte Form des Spannens. Dadurch, dass er die Frauen betäubte, konnte er mit ihnen die intimsten Dinge tun, ohne dass sie davon etwas mitbekamen. Es war wie eine Tarnkappe. So entzog er sich ihrer Beurteilung. Markowski hatte panische Angst vor Frauen. Der Kick für ihn bestand also darin, dass die Frauen ihn beim Sex nicht beobachten konnten. Es war eine einseitige Fantasiebeziehung. Er war ja durch die Betäubung für die Frauen quasi unsichtbar. Und wenn jetzt eine dieser Frauen während der Vergewaltigung das Bewusstsein wieder erlangt hätte, was wäre denn dann gewesen? Das wäre dann sehr gefährlich für die Frauen geworden. Sein Inkognito wäre ja dadurch aufgehoben. Das hätte leicht eskalieren können. Was meinen Sie mit eskalieren? Er hätte sie vermutlich umgebracht. Er war ein Spanner. Und jetzt steht er wieder bei Silke Lachmann vom Fenster. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Aber Martin, ein Spanner. Das ist doch gemessen an dem, was sonst bei uns passiert, harmlos. Und strafrechtlich relevant ist es auch nicht. Aber er hat doch mehrfach bewiesen, 6-mal, wenn ich daran erinnern darf, dass er es nicht beim Spannen lässt. Und was ist mit dem Gutachten? Harald. Gutachter. Wie oft haben die sich schon getäuscht? Wenn wir jetzt anfangen, die Gutachten in Frage zu stellen, da kommt eine Lawine auf uns zu. Aber genau da liegt doch das Problem. Wie viele werden aufgrund von Gutachten entlassen und dann später wieder rückfällig? Das haben andere zu verantworten. Der Lachmann-Fall liegt 4 Jahre zurück, ist aufgeklärt, abgeurteilt und damit für uns erledigt. Ich habe eher das Gefühl, du hast da noch eine Rechnung offen. Ich bin immer nur eingestiegen, wenn die Frauen nicht da waren. Hat keiner gemerkt. Und was haben Sie dann in den Wohnungen gemacht? Ich bin nur rumgelaufen. Ihre Kleidungsstücke in die Hand genommen. Was für Kleidungsstücke? Ich bin zu den Schränken gegangen, hab ihre Sachen rausgenommen. Das war unheimlich aufregend für mich. Die Wäsche zu fühlen, den Geruch zu atmen. Aber deswegen sind Sie ja nicht hier. Irgendwann hat mir das nicht mehr gereicht. Dann wollte ich auch die Frauen dazu. Das hat sich plötzlich verselbstständigt. Es war gar nicht mehr ich. Es war wie ein Tunnel, in den man hineingesogen wird. Der Druck, der wurde immer stärker. Das ist ja wohl das Allerletzte. Immer stärker. Jetzt bringst du den schon mit nach Hause. Ich wollte mir nur noch mal angucken. Das macht gefälligst in deinem Büro. Und richtig angezogen bist du auch noch nicht. Bin ich etwa nackt? Es ist die Endausscheidung für die Landesmeisterschaften. Sehe ich aus wie ein Penner? Entweder du kommst mit und täuschelst wenigstens ein bisschen Interesse. Oder du kannst meinetwegen auch hierbleiben. Ich komme mit. Ich hab's dir doch versprochen. Eben. Gefällt dir das Kleid? Toll. Wirklich. Lass los! Hey, Was jetzt ist aber Schluss hier! Was ist denn los? Ich hab einfach den ganzen Ketchup genommen. Pommes schmecken nur mit ganz viel drauf. Da ist doch noch genug drin in der Flasche. Du musst sie nur auf den Kopf stellen. Wenn du meinst, dass das hilft. Mann, oh Mann, bist du doof. Ja, danke. Faber? Können Sie nicht ein paar Tage zu einer Freundin ziehen? Ja. Gut, sehen Sie. Da fühlen wir uns aber beide wohler. Gut. Tschüss. Wieso hat sie denn deine Nummer? Für einen Notfall. Weil wenn das Schule macht, Mahlzeit. Sie ist was Besonderes. Das scheint mir auch so. Jetzt ist doch mal auf, du auch. Es dauert ja eine Ewigkeit.
Ja, ich warte. Ja, ich probier's später wieder. Ja. Mensch, Martin, kannst du dir nicht mal nur für einen Abend Zeit für mich nehmen? Entschuldige, ich muss nur mal ganz schnell. Das ist mir scheißegal. Das hier ist heute mein Abend. Und ich erwarte, dass du dir ein bisschen Mühe gibst. Hallo? Kommst du bitte? Er war schon wieder bei ihr. Das behauptet sie. Wie meinst du das? Bislang hat noch niemand Dr. Markowski in ihrer Nähe gesehen. Na wie auch, wenn die Kollegen immer zu spät kommen? Wenn du unbedingt was unternehmen willst, warum redest du nicht mit ihm? Werter Dr. Markowski, falls Sie vorhaben sollten, diese Frau zu vergewaltigen, sag ich nochmals, es ist verboten. Entschuldige, Harald, das ist doch Blödsinn. Dann haben wir doch gewarnt. Er wird sich eine Zeit lang ruhig verhalten und schlägt später zu, wenn wir keine Kontrolle mehr über ihn haben. Also gut, was ist dein Vorschlag? Wir beschatten ihn. Wir haben sowieso keine Leute. Da kann ich nicht noch 10 Mann auf ihn ansetzen, nur auf den vagen Verdacht, den er könnte rückfällig werden. Solange nichts passiert, kann ich nichts unternehmen. So sieht das aus, wenn die Polizei nichts unternimmt. Was soll das jetzt? Alles Opfer, die sich vorher an die Polizei gewandt haben. So sind nun mal die Vorschriften. Saskia Bienert, 17 Jahre. Erwürgt vom Ex-Freund ihrer Mutter. Auch hier gab es ein Gutachten. Hat leider nicht recht behalten. Wenn dich dein Instinkt täuscht, sieht deine Zukunft bei mir nicht sehr rosig aus. Mein Instinkt hat mich noch nie getäuscht. Nichts mehr mit seinen Stückchen raussuchen? Dann kannst du dich um den Schwanenschreck an der Alster kümmern. Und den Sprung in den höheren Dienst. Den kannst du auch vergessen. Du wirst also die Observation beantragen? Das ist deine Entscheidung. Ich werde sie lediglich an höherer Stelle weiterleiten. Ja! Man sagt uns Polizisten ja in der Regel eine überdurchschnittlich gute Spürnase nach. Bei mir allerdings scheint sich das nur auf dienstliche Belange zu beschränken. Denn sonst hätte ich bemerken müssen, was ich in Hello abzuspielen begann. Es ist 9 Uhr. Und? Du wolltest um 7 Uhr hier sein. Du hast mir versprochen, auf die Jungs aufzupassen. Ich hatte heute Abend Training. Mist, das tut mir leid. Tut dir leid. Ich kam nicht früher raus. Es tut mir wirklich leid. Du strengst dich doch gar nicht an, pünktlich zu sein. Wenn du meinst. Sie haben mir die Observation genehmigt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die oberste Heeresleitung sich hinter meinen Vorschlag gestellt hat. Ich meine, was bedeutet das für uns? Ich werde in den nächsten Wochen ziemlichen Stress haben. Also noch weniger Unterstützung für mich. Hello, ich bin Polizist. Der Mann von Uschi kommt oft schon nachmittags um 4 nach Hause. Der ist bei der Lichtbilderkartei. Im Übrigen wäre die Uschi, glaube ich, ziemlich froh, wenn er ab und zu eine Stunde später käme. Der alte Langweiler. Sehr witzig. Was soll ich denn deiner Meinung nach tun? Einem frisch vergewaltigten Opfer sagen, oh, entschuldigen Sie, weinen Sie morgen weiter. Ich muss ja nach Hause, zum Abendessen. Das ist nicht fair. Du hast schließlich nicht jeden Tag kurz vor Feierabend ein Opfer zu versorgen. Früher hattest du auch mehr Zeit für uns. Ja, beim Einbruchsdezernat. Das war ja was ganz anderes. Da habe ich Fälle bearbeitet, an deren Aufklärung war sowieso niemand interessiert. Die Leute haben doch fast alle die Versicherung beschissen. Die hatten ja geradezu Panik, dass wir die Täter schnappen. Martin, so geht es nicht weiter. Es geht um das Leben einer jungen Frau. Markowski muss wieder eingesperrt werden. Wieso?
weil er gefährlich ist. Der Gutachter hat keine Ahnung. Der Staatsanwalt ist inkompetent und der Anstaltsleiter ein Idiot. Nur du weißt natürlich wieder, was richtig ist. Genau. Und wieso sind deine Kollegen anderer Meinung? Weil es mehr Arbeit bedeutet. Ist diese Silke eigentlich hübsch? Geht so. Hey Süße, du siehst einfach umwerfend aus. Ich fühle mich grässlich. Ach Quatsch, schau mal. Super cool siehst du aus. Du wirst sehen, es wird dir gut tun, unter Leute zu gehen. Kerstin, ich bin das nicht mehr. Aber wieso? Ach komm, Angriff ist die beste Verteidigung. Du darfst dich von dem Kerl nicht unterkriegen lassen. Ich kann es nicht. Hast du mein Taschentuch? Nee. Ach Mensch. Am Donnerstag, den 26. Februar, begannen wir mit der Observation. Ein in der Hamburger Polizeigeschichte einmaliger Vorgang. Insgesamt wurden mir 10 Beamte vom MEK zugeteilt. Wir beobachteten jeden seiner Schritte. Wir lernten seine Familie kennen, seine Frau, seine beiden Kinder. Silke war während dieser Zeit zu ihrer Freundin Kerstin gezogen. In ihrer Wohnung hatten wir 2 Beamtinnen postiert, die sich dort abwechselnd an- und auszogen. Doch die Resultate der ersten Woche waren enttäuschend. Nichts. Gar nichts. Markowski kam nicht mal in die Nähe von Silkes Wohnung. Sie sind noch auf dem Mais. Okay. Hallo? Hallo? Ist deine Mama da? Nö. Und dein Papa? Der kauft sich gerade eine Sau. Eine was? Wollt ihr grillen? Nein, eine Sau, die in den Knast kommt. Entschuldige die Verspätung. Mach doch nichts, ich bin auch gerade erst gekommen. Tut mir leid wegen gestern. Wenn du nicht zum Training kommst, kommt das Training eben zu dir. Silke? Hm? Was sitzt du denn da im Dunkeln? So kann er mich nicht sehen. Aber dann zieh doch lieber die Vorhänge zu. Erde an Silke. Ich wohne im 2. Stock. Da kann er dich sowieso nicht sehen. Es sei denn, er benutzt einen Baukran. Was sagt denn dein Therapeut dazu? Immer dasselbe. Dass ich mich entspannen soll, loslassen, autogenes Training und so. Ja und? Entspannen? Die Bedrohung ist ja nicht da oben, die ist real. Ich denke, die Polizei ist an ihm dran. Irgendwo da draußen ist er. Es ist so still. Viel zu still. Oh, Tag, Herr Färber. Tag. Wie ich höre, lassen Sie Markowski beschatten. Interessant, was Sie so alles hören. Sie wissen doch, dass ich für die Staatsanwaltschaft arbeite. Und Sie wissen doch, dass so eine Observation nur Sinn macht, wenn man sie nicht überall rumtratscht. Was soll das denn heißen? Wenn Sie Markowski gegenüber auch nur die leiseste Andeutung machen, dann können wir alle einpacken. Der Mann ist hochintelligent. Sehen Sie lieber zu, dass Sie sich nicht so dusselig anstellen, wie das manchmal in Ihrem Hause üblich ist. Machen Sie Ihren Job, ich mache meinen. Und kommen Sie mir nicht in die Quere. Sie leiden unter Verfolgungswahn, mein Bester. Niemand will Ihnen in die Quere kommen. Und um das noch einmal klarzustellen, ich halte Markowski für geheilt. Deshalb interessiert mich Ihr kleiner Indianeraufstand herzlich wenig. Das hat Sie aber verdammt nochmal zu interessieren. Sie haben schließlich wieder rausgelassen. Und genau deshalb will ich genauso wenig wie Sie, dass wieder was passiert. Begreifen Sie das denn nicht? Wir stehen doch auf derselben Seite. Nur, dass wir den Fall unterschiedlich beurteilen. Ja, entschuldigen Sie, natürlich. Ich stehe halt momentan ein bisschen unter Druck. Habt ihr Polizisten eigentlich psychologische Betreuung? Nee, sowas gibt's bei uns nicht. Dafür ist kein Geld da. Ja, klar. Guck mal, Papa.
Papi. Die Fransen habe ich ganz alleine angeklebt. Schön, wirklich. Kannst du mich einen Moment in Ruhe lassen? Papa, Papa, schon da, dann kann er ja mitkommen. Nein, das gehört mir. Lass mich raus. Du sollst mich lassen, Mensch. Ich hätte das selber gemacht. Aber dann kannst du uns doch hinbringen. Du musst unbedingt Ralle kennenlernen, mein bester Freund. Er ist auch Captain Kirk und macht Judo und... Hab ich für dich gemalt. Das ist Mama, das bin ich und das bist du. Und der Kleinste ist Benno. Sieht ganz aus, als ob du verhaftet wärst. Also schön. Wo feiert ihr denn? Na, bei Ralle. Färber? Nee, das geht jetzt ganz und gar nicht. Ich habe gerade meinen Kindern versprochen, dass ich... Wenn du das hier siehst, kommst du da nicht mal ins Grübeln? Na sicher. Und? Ich sehe die Opfer vor mir. Die Panik von Silke. Und ich sehe meine eigene Angst, einen Fehler zu machen. Dir hat es doch schon immer gestunken, dass die Täter nach kurzer Zeit wieder rausgekommen sind. Na klar, dir etwa nicht? Sicher. Aber sowas hat nun mal auf andere Ebenen entschieden. Das ist doch vollkommen egal. Wie oft haben wir es schon erlebt, dass die Schweine rückfällig wurden. Trotz Gutachten und allem. Aber es gibt auch die anderen, die sich nichts zu Schulden kommen lassen. Wäre mal interessant, darüber eine Statistik zu lesen. Die gibt's aber nicht. Sicher nicht. Die ist auch politisch nicht erwünscht. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ich hoffe bloß, dass du dich irrst. Der Mann, der gehört zu seiner Familie. Markowski, du machst du dir keine Freunde. Dass du uns da alle mit reinziehst. Finden die Kollegen nicht in Ordnung. Deinetwegen muss ich auch noch mein einziges freies Wochenende opfern. Was heißt denn hier meinetwegen? Du kümmerst dich doch nur noch um den. Aber das andere bleibt liegen. Dann müssen wir deine Arbeit auch noch miterledigen. Das ist ja nur halb richtig. Ich arbeite sehr wohl auch an anderen Fällen. Aber für mich hat Markowski eben Vorrang. Du hängst dich doch dann nur so rein, um dich vor den ganzen Alltagsscheiß zu drücken. Du willst immer was Besonderes, ne? Soll ich mal ganz ehrlich sein? Ja, nur zu. Wenigstens von dir hätte ich mir Unterstützung erwartet. Ha. Soll ich mal ehrlich sein? Na bitte. Uns steht ein fanatischer Ehrgeiz bis hier oben. Und damit du es weißt, wir stehen in diesem Fall nicht hinter dir. Lass uns das Zeug besser gleich ins Labor schicken. Die kennen sich aus mit Därmen, Maden, Halbverwesten. Wir sind höchstens so alt wie dein Gemecker über das Essen. Hier gerade das Haus verlassen. Er fährt auf Rennrad Richtung Osterstraße. Großes Achtung für Delta und Dodie. Er müsste jetzt für euch um die Ecke kommen. Delta hat verstanden. Über die Brücke an der nächsten Kreuzung schnappt ihn dir. Ich stehe Brücke, Ecke, Parkstraße. Wenn er hier auftaucht, hänge ich mich dran. Müsste schon links hier aufgetaucht sein. Ich fahre die Strecke jetzt ab.
verloren. Wir hatten ihn verloren. Weg. So etwas gibt's auch nur im wirklichen Leben. Nie bei den Krimi-Helden in der Glotze. Das Einzige, was mir blieb, war zu warten, bis er wieder auftauchte. Was er bis dahin tat, ich konnte es jetzt nicht mehr verhindern. Dass das hier so in die Hose gegangen ist, das war ein richtiger Mist. Ein richtiger Mist. Wie ruhig! Sag mal, hast du einen Kasten im Schrank? Ach komm, lass uns in Ruhe! Bei Ihnen alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Wir haben Markowski verloren. Ich um mich kümmere mich die ganze Zeit du um dich! Ich um jede andere Frau! Das ist überhaupt nicht wahr! Wenn du jetzt aussteigst, brauchst du nicht wiederzukommen! Leck mich am Arsch! Freund? Nichts Festes. War noch nicht der Richtige dabei. Sind Sie schon lang verheiratet? Ziemlich lang. Entschuldigung. Färber. Wo? Sofort da. Tut mir leid, ich muss los. Markowski? Nein, nein. Routine. Tschüss. Hallo, ich bin Martin Färber von der Kripo. Schwer verletzt. Wie sah der Mann aus? Ich weiß es nicht. War maskiert. Lass gut sein, Martin. Sie ist vollkommen fertig. Ich muss wissen, wie er aussah. Wir sollten Sie schnell von ihr wegbringen. Wir beide fahren jetzt erstmal in die Klinik und lassen Sie versorgen. Nichts anfassen. Das brauchen wir noch. Okay. Kommen Sie. Wirklich sehr wichtig. Ich habe ein Foto mitgebracht. Er hatte doch eine Maske auf. Ich konnte ihn gar nicht sehen. Nun lass gut sein, Martin. Wenigstens die Augen. Wenn wir mehr wissen, sage ich Bescheid. Thank you.
Wieder zu Hause. Eine Kleinigkeit brachte das Fass zum Überlaufen. Ich war allerdings zu kaputt, um es zu bemerken. Morgen. Gib den Fall ab. Was soll das denn? Er macht unsere Familie kaputt. Jetzt hör aber auf. Du hast dich sehr verändert. Du hast dich verändert. Als du noch gearbeitet hast, da hattest du mehr Verständnis für meine Situation. Ich arbeite noch, falls es dir entgangen sein sollte. Zwei Söhne, zwei Tageskinder, die Wohnung. Und für sowas hatte ich noch nie Verständnis. Hallo jetzt. Sei bitte nicht albern. Das Mädchen hat mich gestern einmal kurz umarmt. Freundschaftlich, weil sie so erleichtert war. Bitte lass uns nicht mit diesem Scheiß anfangen. Wenn ich mich verliebt hätte, würde ich mit dir darüber reden. Aber so ist es nicht. Wir waren schon ziemlich weit voneinander entfernt. Mein Gott, ich weiß doch momentan auch nicht, wo mir der Kopf steht. Ich fühle mich allein. Wenn das hier vorbei ist, dann will ich mehr Zeit haben. Versprochen. Wenn das hier vorbei ist. Ich weiß nicht, ob es dann nicht schon zu spät ist. Hallo, ich brauch dich. Mami, Paul hat schon wieder... Verdammt nochmal! Ich hab dir schon 100-mal gesagt, du sollst anklopfen, bevor du ins Zimmer kommst! Wie findest du den? Der ist ja voll Banane. Ich muss dich dringend sprechen. Ich kann jetzt nicht. Der Neid hat versprochen, bei ihrer Gegenüberstellung Statist zu spielen. Gut, in einer Stunde. Okay. Außerdem hängt mir die Verwaltung in den Ohren. Die wollen endlich die Fragebögen für die Kriminalstatistik zurück. Bin schon dabei. Jetzt musst du ein bisschen ruhig halten. Ja. Aua! Stell dich doch nicht so an. Ja, bitte. Mann, siehst du Banane aus. Sehr witzig. Markowski war es nicht. Wieso? Weil er die ganze Nacht zu Hause verbracht hat. Und dafür hat er einen Zeugen. Und wer bitte soll das sein? Ich. Du? Tschüss. Erklär mir das. Die Jungs vom MEK haben gestern den falschen Mann verfolgt. Der ist Harald Gröning und wohnt zwei Stockwerke über Markowski. Fährt auch Rennrad und sieht ihm ziemlich ähnlich. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe die ganze Nacht vor Markowskis Haus gesessen. Ein bestes Alibi kann er sich gar nicht wünschen. Hat sich keinen Millimeter vor die Tür bewegt. Naja, mit der Vergewaltigung in der Tiefgarage hat er auf jeden Fall nichts zu tun. Na gut, dann eben nicht. Das sieht ja aus hier bei euch. Tja, wir haben leider nicht genügend Räume. Und neben Riesenkasten. Bitte schön, Herr. Meine Fresse. So, kommen Sie bitte. Schauen Sie genau hin. Kommt Ihnen da jemand bekannt vor? Sie können ruhig näher treten. Von der anderen Seite kann Sie niemand sehen. Wir sehen ja alle gleich aus. Das ist so schwierig. Ich meine, der Typ hat mir eine Tüte über den Kopf gezogen. Ich bin fast erstickt, da siehst du nichts mehr. Aber als Sie ihn angesprochen haben und er mit Ihnen aufs Zimmer gegangen ist, da haben Sie ihn doch sicher einmal länger angeschaut. Mhm. War ja so eine Allerweltsfresse. Nummer 3 oder Nummer 7. Sie sollten nur dann jemanden benennen, wenn Sie ganz sicher sind. Dann war es Nummer 3. Sind Sie sicher? Dann war es Nummer 7.
So etwas darf einfach nicht passieren. Stell dir vor, Markowski wäre irgendwo eingestiegen. Markowski hat mit der Vergewaltigung im Parkhaus nichts zu tun. Das weiß ich auch, aber er hätte es sein können. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass ich die Aktion für falsch halte. Wir hätten mit ihm reden sollen, dann wären wir wenigstens aus dem Schneider. Du hast uns in eine ganz beschissene Situation gebracht. Wenn die Presse erstmal davon Wind kriegt, so neunmal schlauer hat bestimmt schon was Leuten hören. Das gibt's doch nicht. Los, das gibt's. Ich sehe das schon vor mir. Tut Markowski nichts, heißt es, wir verschwenden Steuergelder, um resozialisierungswillige Bürger zu bespitzeln. Aber noch viel schlimmer, tut er was und wir verhindern das nicht. Naja, das brauche ich dir ja wohl nicht weiter zu erklären. Ich kann es nicht länger verantworten. Tut mir leid, aber in 5 Tagen ziehe ich das Emitter ab. Wegen dieses Pressefuzzis? Na ja, mal, natürlich nicht. Das ist meine Entscheidung. Das darfst du nicht. Wir sind so kurz vom Ziel. Mensch, Martin, die Vergewaltigung heute Nacht, das ist ein Fall, der uns was angeht. Das ist unser Job. Dein Markowski, das ist doch durch. Weißt du eigentlich, was die Aktion bis jetzt schon gekostet hat? Dann zieh's mir doch vom Gehalt ab. Mir lief die Zeit davon. Dieser Mistkerl. Was hatte er vor? Sollte ich mich wirklich so getäuscht haben? Ehrlich gesagt, ging es mir jetzt vor allem um eins. Ich wollte Recht behalten. Ich wünschte mir nichts mehr, als dass er endlich zuschlagen würde. Ich brauchte den Erfolg. Für meine Vorgesetzten, meine Kollegen. Okay, Jungs, ich übernehme. Für meine Familie und, na klar, natürlich auch für mich. Wohl ein Arsch offen, wa? Gehen. Lass sie gleich auf. Ich bin mit Frau Navrat verabredet. Ah. Meine Mutter hat auch einen Yorkie. Aha. Der ist aber nicht so schön wie ihrer. Ach, finden Sie? Mhm. Der hat nicht so ein glänzendes Fell. Sagen Sie ihr, sie soll immer mal einen Esslöffel Rizinusöl und das Futter mischen. Das wirkt Wunder. Aha, Rizinusöl. Mhm. Vielen Dank für den Tipp. Ich werde es weitergeben. Komm, Pinky. Ja, bitte? Entschuldigen Sie die Störung. Aber ich finde schon, Sie sollten das wissen. Was denn? Man kann Sie vom Hof aus beobachten. Beim Eincremen. Was? Was wollen Sie denn hier? Ich bin Polizeibeamter. Bitte lassen Sie mich durch. Ich hab's eilig. Polizeibeamter? Das kann ja jeder sagen. Ich werde die Polizei holen. Ja. Ohne Brille kann ich das überhaupt nicht erkennen. Dann machen wir das später. Lassen Sie sich hier ja nicht wieder blicken, Sie! Haben Sie da eben geklingelt? Nein! Danke nochmal. Alles klar, keine Ursache. Ja. Wiedersehen. Guten Abend, Herr Färber. Guten Abend. Was wollte der von Ihnen? Wer sind Sie? Was wollen Sie denn? Färber, Kripo Hamburg. Das gibt's doch nicht. So schnell können Sie auch gar nicht sein. Wie meinen Sie das? Naja, der Mann, den haben Sie doch noch begrüßt. Der wollte, dass die Polizei rufe. Warum? Weil er einen Spanner gesehen hat. Da hat er bei Ihnen geklingelt? Ja, der Spanner hat mich beobachtet. Also man kann wohl vom Hof aus bei mir ins Bad gucken. Das meinte der Typ jedenfalls. Naja, danke.
Wiedersehen. Hey, was wollten Sie denn? Ich gehe ins Bett. Sei bitte leise. Ich schlaf so schlecht in letzter Zeit. Okay. Ich konnte meine Niederlage nicht eingestehen. Alles war umsonst. Die Anstrengungen der letzten Wochen, der Stress mit Hillo, den Kollegen, Gondermann. Es war aus. Markowski hatte mich gesehen, freundlich begrüßt sogar, ohne jedes Erstaunen. Er wusste, dass wir ihn beobachteten. Er wusste, dass er nichts tun konnte, dass er warten musste. Silke war nicht in Gefahr. Darüber sollte ich mich doch freuen. Tat ich aber nicht. Ich war enttäuscht, wütend. Auf mich selbst und auf die anderen. Wir hätten die Aktion sowieso abgebrochen. Bei der Entführung Wüsthoff haben die jetzt eine Sonderkommission gebildet. Die brauchen die Leute vom MEK. Ich habe die Obstkräfte schon angewiesen, ihre Dose wegzunehmen. Ich hätte es fast geschafft. Er war so kurz davor, ein... Martin. Wir haben ihn jetzt über 2 Wochen beschattet. Das Einzige, was wir beobachten konnten, war ein fürsorglicher Familienvater, der sich rührend um Frau und Kinder kümmert und regelmäßig an seinem Arbeitsplatz erscheint. Er war schon bei einer fremden Frau in der Wohnung. Hat er was getan? Nein. Na also, was willst du? Das ist doch der beste Beweis, dass er nicht mehr gefährlich ist. Aber Herr... Martin, wir schätzen alle mal eine Situation falsch ein. Naja, wir haben es wenigstens versucht. Und ist es nicht schön, dass wir uns um Silke jetzt keine Sorgen mehr machen müssen? Ja, lieber so als anders. Also gut, komm jetzt schwer ab, geh nach Hause, kümmere dich um deine Familie. Morgen kommst du frisch und ausgeruht wieder. Es gibt eine Menge Arbeit. Was Spannendes? Die Neidert hat den Kerl aus der Tiefgarage geschnappt. Nicht wahr? Doch wahr. Der Typ ist bei einer Routineüberprüfung ausgerastet. So einfach kann das manchmal sein. Ja, so einfach. Morgen lernst du ihn kennen. Er ist erst 16 Jahre alt. Was machst du denn schon hier? Ich komme wohl zu früh. Die Jungs hatten Besuch und sind noch mit Frau Berthold zum Schwimmen. Ich gehe dann jetzt wohl besser. Ist ja wie im schlechten Film. Übertreib doch nicht, das ist doch nichts Ernstes. Nichts Ernstes. Du fickst mit diesem pubertierenden Tanzgockel hier in unserem Wohnzimmer. Dann erzählst du mir, das ist nichts Ernstes. Wir haben nur ein bisschen rumgeknutscht. Verdammt nochmal! Kannst du nicht mehr für Ordnung sorgen? Jetzt komm mal runter von diesem Turm! Du bist nicht derjenige, der diese Welt retten kann. Ich kann es aber zumindest versuchen. Schön, dass Sie gekommen sind. Sie wohnen jetzt wieder bei sich? Ich probier's mal. Schön. Das ist ein gutes Zeichen. Hier. Die wollte ich Ihnen mal zeigen. Das ist der Markowski, den wir jetzt 2,5 Wochen rund um die Uhr beobachtet haben. Ein normaler, glücklich verheirateter Familienvater. Wenn ich das sehe, könnte ich kotzen. Ich zeige Ihnen die Fotos, um Ihnen die Angst zu nehmen.
Markowski hat sich verändert. Er ist nicht mehr gefährlich. Warum erzählen Sie mir das? Ich denke, Sie sollten von seiner Heilung genauso überzeugt sein, wie wir das sind. Was soll das? Sehen Sie, wir haben uns entschieden, die Observation zu beenden. Er wird nicht mehr von Ihnen beobachtet? So ist es. Wir würden es natürlich nicht machen, wenn wir nicht allerbestens davon überzeugt wären, dass die Situation für Sie ungefährlich ist. Färber auch? Wir ziehen hier alle am selben Strang. Es ist alles in Ordnung. Sie werden sich an den Gedanken gewöhnen, dass es vorbei ist. Und wenn Ihnen irgendetwas merkwürdig vorkommt, scheuen Sie sich nicht anzurufen. Sie werden sehen, alles wird gut. Tschüss. Ich hab's ja probiert, ich schaff's einfach nicht. Klar, kein Problem. Pennst du eben wieder bei mir? Dass sie dir noch nicht mal mehr beschatten. Finde ich auch komisch. Aber du bist hier ja eh schon fast zu Hause. Können wir uns nicht zusammen was Größeres suchen? Fürs Erste wird's hier schon gehen. Das Leben muss endlich mal wieder normal werden. Oh ja, das muss es. Hast du dich eigentlich schon bei der Uni zurückgemeldet? Mm-mm. Scheiße, das habe ich vergessen. Dann wird's Zeit, morgen ist Schluss. Dann muss ich noch mal in meine Wohnung, das Formular ist noch da. Besser ist das. Soll ich vielleicht mitgehen? Mm-mm. Wenn ich da jetzt noch einmal hingehe, wird der wohl nicht auf mich warten. Wenn du meinst. Darf ich mich setzen? Bringen Sie ein Bier? Nach 27 Jahren einfach auf die Straße gesetzt. Und Ihre Frau hat keine Ahnung? Ich kann es ihr nicht sagen. Sie denkt, ich bin bei einem Kunden. Was machen Sie denn, wenn es noch kälter wird? Was halten Sie davon, wenn ich uns zur Abwechslung mal ein Getränk für Erwachsene hole? Sehr viel. Okay. Ach du meine Güte. Theatergrafik. Das habe ich ja völlig vergessen. Tut mir leid, ich muss los. Schade. Trinken Sie noch eins für mich mit und nicht unterkriegen lassen. War schön, mit Ihnen zu reden.
Silke. Silke! Silke! Montag, der 5. April. Eigentlich der Tag meines Triumphes. Die große Strafkammer des Landgerichts verurteilte Markowski zu weiteren 2,5 Jahren Freiheitsstrafe. Mit den noch verbleibenden 2,5 Jahren aus seiner ersten Verurteilung wird Markowski für die nächsten 5 Jahre sicher untergebracht sein. Bis zum nächsten Gutachten, Herr Markowski. Ansonsten ein voller Erfolg also. Irgendwie. Ich hatte hoch gepokert, ich hatte Recht behalten, gewonnen. Aber ich habe auch das Wichtigste in meinem Leben dafür aufs Spiel gesetzt. Meine Familie. Jetzt muss ich mich nach einer neuen Bleibe umschauen. Hille und ich haben uns nämlich getrennt. Erstmal Abstand gewinnen. Gondermann hat ein dickes Lob von ganz oben bekommen und wollte mit mir anstoßen. Ich habe dankend abgelehnt. Dafür hat er mir dann die Flasche Champagner geschenkt. Aber nach Feiern ist mir eigentlich nicht. Mehr nach Reden. Mit den Menschen, der unter Markowski noch mehr zu leiden hatte als ich. Silke? Silke, ich bin's, Färber. Bist du da? Silke? Ich wollte nur mal mit dir reden. Silke?